Täglich grüßt der Hundetrainer. Das Licht ist voll kacke, hä? Heute wollen wir uns mal über das Thema Leckerchen und vor allem die Qualität von Leckerchen unterhalten. Los geht's. Also, wo fange ich denn da an? Ich möchte euch ein Beispiel. Mit unseren Hunden wollen wir im Bestfall immer alles über Motivation lösen. Das heißt, über positive Verstärkung und wir wollen dem Hund sagen, mach das und du hast was davon. Mach was und du bekommst was dafür. Mach Sitz und du bekommst ein Leckerchen. Und das ist auch okay. Ja? Also ich möchte alles so positiv wie möglich in der Welt gestalten. Für mich, für meinen Hund, für alle Mitmenschen, für jeden. Aber oftmals scheitert es da an der Nachricht. Mach was und du hast was davon. Funktioniert halt nur dann, wenn das, was ich in Aussicht stelle, auch tatsächlich einen Wert darstellt. Sagt mal euren Kindern, räum dein Zimmer auf und kriegst eine doppelte Portion Spinat. Da wird doch kein Kind sagen, boah, geiler Deal. Räum dein Zimmer auf und du kriegst heute Abend einfach ein bisschen mehr zu essen. Ja, ist doch auch kein guter Deal. Räum dein Zimmer auf und du kriegst ein Eis. Das ist schon ein guter Deal. Räum dein Zimmer auf und sobald du fertig bist, fahren wir ins Phantasialand. Ja, das ist ein mega geiler Deal. Da reden wir von Motivation. Und das ist ein Problem, das ich immer wieder auch in der Hundeschule feststelle. Ganz, ganz oft erwische ich Leute, also meistens, wenn die ersten Male kommen oder wenn die gerade im Welpenkurs starten, die im Welpenkurs stehen und als Leckerchen das Trockenfutter mit haben, das die Hunde eh kriegen. Oder so gekaufte Leckerchen oder sowas. Und es gibt so Hunderassen, die sind überhaupt nicht verfressen. Oh, da müssen wir mal ein TGH drüber machen. Das muss ich mir notieren. Und oftmals sind das tatsächlich auch noch entsprechende Hunde. Also keine Frage, wenn ich den durchschnittlichen Labrador habe, dem kann ich hinhalten, was ich will, der frisst das. Der frisst auch Möhren als Welpe, das findet der okay. Hauptsache fressen. Aber wenn ich da mit einem Hund stehe, der schon so ein bisschen mäkeliger ist, irgendwie so ein kleines Pudelmädchen, Die Qualität der Leckerchen sagt vieles darüber aus, wie mit Motivation umgegangen wird. Sowohl von den Menschen gegenüber mir sagt das halt aus, dass Motivation und das Prinzip vielleicht nicht ganz verstanden wurde oder dass ich da nochmal ansetzen muss. Aber auch zum Thema Hund oder auch für den Hund sagt das vieles aus. Wenn ihr eurem Hund sagt, hier, spiel mit, gerade wenn die jung sind, wenn die Welpen sind, wenn die in Junghundeschule gehen, spiel mit mir, konzentrier dich auf mich, mach Sitz, mach Platz, mach Fuß, mach das, was ich will und nicht das, was du willst, und zwar mit den anderen Hunden spielen und du kriegst dafür Trockenfutter. Dann funktioniert das mit vielen Hunden halt nicht. Das ist wie Kindern zu sagen, auf dem Abenteuerspielplatz mit den ganzen Kumpels zu sagen, komm her, setz dich hin und iss einen Zwieback. Jetzt gibt es Kinder, die mögen Zwieback, aber die meisten werden sagen, nee, ich will keinen Zwieback, ich will lieber mit den Jungs toben. Wenn ich aber sage, komm her, setz dich hin, kriegst ein Stück Pizza oder ein Eis, dann werden viel mehr Kinder schon sagen, okay, dafür unterbreche ich das kurz, weil Pizza oder Eis gibt es nicht so oft. Was ich sagen will, ist, seid euch bewusst über die Qualität eurer Leckerchen. Seid euch vor allem bewusst über die Qualität eurer Leckerchen für euren Hund. Es gibt halt Hunde, die mögen dies oder das oder jenes lieber. Aber ein grundlegender Satz oder so grundlegende Hilfsmittel, grundlegende Ansatzpunkte, um zu checken, ob ihr gute Leckerchen habt oder nicht. Sie sollten nicht furztrocken sein. Es sollte auf gar keinen Fall das Futter sein, das es sonst eh gibt. Weil das ist nichts Besonderes, zu sagen, hier, nimm das. Dann sagt der Hund ganz schnell, naja, ich habe jetzt keinen Bock, das zu machen und den Scheiß, den du mir anbietest, kriege ich heute Abend eben. Napf will ich nicht haben. Ja? Also nicht zu trocken, nicht das Futter, das es sonst gibt. Nehmt irgendwas Weiches, das die vielleicht auch ein bisschen kauen können. Nehmt vielleicht sogar was Weiches, das groß ist, so dass ihr das, das kann von mir aus was Großes sein, das ihr dann portionieren könnt. Ja? Bietet eurem Hund immer mal wieder unterschiedliche Dinge an. Trainiert nicht immer mit den gleichen Leckerchen. Das Kind kann noch so gerne Gummibärchen mögen, aber irgendwann hängt Gummibärchen der auch zum Hals raus. Wenn zwischendrin aber mal ein Keks, ein Stück Schokolade und ein Eis gibt, dann sind Gummibärchen halt länger auch cool. Ja? Und Keks, Schokolade und Eis ist halt auch ganz okay. Und das hat dann noch so einen gewissen Glücksspieleffekt. Wenn ihr jetzt so gekaufte Leckerchen habt, die euer Hund nicht mag, dann packt davon eine Handvoll in euren Futterbeutel und tut dazu eine Handvoll Würstchen und eine Handvoll Käse. Und das legt ihr einfach in den Kühlschrank.
Ja, bis zum nächsten Tag zum Training. Dann wird alles, was ihr da rausholt, riecht nach Würstchen oder Käse und schmeckt auch so ein bisschen nach Würstchen und Käse. Und schon sind die alten ollen Leckerchen, die euren vielleicht gar nicht mochte, ganz okay und er frisst sie vielleicht doch noch. Ja. Also gute Leckerchen zum Training dabei haben, das ist wichtig. Es gibt ein paar wenige Fälle, aber das betrifft wirklich nicht die meisten. Also es gibt ein paar wenige Fälle, wo es dir zum Verhängnis wird, dass du zu gute Leckerchen für Kleinigkeiten anbietest. Ein Beispiel. Wenn du deinem Hund jedes Mal sagst, hier mach Sitz und dafür gibt es ein Schweineohr, dann gibt es halt für eine vermeintlich einfache Geschichte eine riesengroße Bestätigung. Das kann aber dazu führen, dass schwierigere Aufgaben aus Sicht des Hundes sich nicht lohnen, weil die sagen, okay, pass auf, für einen Sitz kriege ich ein Schweineohr. Was willst du denn jetzt hier? Ich bin im Freilauf und spiel mit den anderen, mir für den Rückruf anbieten. Also da musst du halt, ja, aber das sind wenig Hunde. Also generell, gute Leckerchen sind wichtig. Und wenn ihr einen verspielten Hund habt, bitte, 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 lobt euren Hund halt und bestätigt euren Hund halt auch mal mit dem Spielzeug. Dann habt ihr halt so ein, wenn euer Hund gern Ball spielt, dann habt ihr einen Ball an der Schnur und dann könnt ihr halt sagen, Sitz, und wenn er kurz gesessen hat, dann wird halt kurz mit Ball an der Schnur gespielt. Ja, auch das ist ein Lob. Auch mal in den Arm nehmen ist ein Lob. Und knuddeln und kraulen und tralala. Wir machen mal eine gesonderte Folge über Lobformen. Scheiß T9. T9 hat aus Lobform Konformation gemacht. Ich mache mal ein kurzes Video, welche Leckerchen ich immer benutze. Ich bin da ganz pragmatisch und bin da ganz einfach. Aber ich mache dazu mal ein kurzes Video. Weil ich glaube, auf so die einfachen Ideen kommen viele gar nicht. Und das ist vor allem meistens auch günstiger als gekaufte Leckerchen. Das war's. Tschüss.